Hallo, ich bin Oliver Gies und ich habe Schools Out von Alice Cooper für gemischten Chor arrangiert. Das stelle ich euch vor. Das Original von Alice Cooper, das hat, finde ich, so ein bisschen pubertären Charme. Da ist ja die Schule nicht einfach nur zu Ende, weil Ferien sind, sondern die Schule ist in die Luft geflogen. Und deswegen muss der Unterricht jetzt erstmal ausfallen. Und da ist die Mega-Party. Ich würde sagen, ihr, die ihr das singt, habt die Schule selber in die Luft gesprengt. Aber keiner kann es euch nachweisen. Wie geil ist das denn? Und in diesem Gefühl kann man dieses Stück singen. Natürlich nicht nur in Bezug auf Schule, sondern da kann alles Mögliche zu Ende sein, was einen total genervt hat, mit dem man endlich abgeschlossen hat. Also jeder findet irgendwas, womit er dieses Stück aufladen kann. Ding, 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 for summer, ding, 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 for ding, ding, forever, ding, Alle Stimmen sind in einer Lage, in der sie richtig Gummi geben können. Die erste Strophe vom Altgesungen, die kann richtig Kern haben. Also dieses Stück hat was Aggressives. Verdammt nochmal, ich habe so lange eingesteckt. Jetzt ist Schluss, jetzt bin ich dran. Das ist dieses Stück. Die Zuhörer haben am besten ein bisschen Angst vor euch, wenn ihr das singt. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann kommt der Teil, den ich hier Bridge genannt habe, ich weiß nicht, wie Alice Cooper den nennt, in dem es heißt: No more pencils, no more books, keine Bleistifte mehr, keine Bücher, kein gar nichts mehr. Und der Part steht in krassem Gegensatz zu dem aggressiven Gestus der anderen Parts in dem Stück. Da arbeite ich mit Chören dann gerne mit der Vorstellung, als würde plötzlich die Zeit stehen bleiben, alles bewegt sich in Zeitlupe und man kann sein Glück gar nicht fassen. No more pencils, no more books, no more teachers, Und dann ist man wieder in der Realität angekommen. Je krasser dieser Gegensatz ist, desto wirkungsvoller ist das Stück. Das Stück ist fast konsequent vierstimmig, bis auf den Schlussakkord, aber da ist die Teilung im Sopran auch wirklich nur optional. Also man kann es auch als Quartett sehr gut machen. Schools Out kann man überall bestellen, im Notenfachhandel und auch auf meiner Seite, auf die ich sehr gerne hinweise in diesem Moment. Ich habe auch Teach Me Files gesungen, die könnt ihr einfach so haben. Wenn ihr das bestellt, gebe ich euch die für lau dazu. Und jetzt gibt es das Stück nochmal in voller Gänze. Da-da, da-da. Teachers, dirty looks.
da 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 we can't even think of a word that rhymes. School ding 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 my school's been blown to pieces. No more pencils, no more books, no more teachers, dirty looks. Out for the summer, out in the fall, we might not go back at all. Ding 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 ding